Fußball verbindet Menschen. Das ist mit schöner Regelmäßigkeit bei jeder Welt- und Europameisterschaft zu spüren. Dieses Prinzip hat sich auch das Bündnis Willkommen im Fußball auf die Fahne geschrieben. Das bundesweite Integrationsprogramm ermöglicht jungen Flüchtlingen in Dortmund den Zugang zum Sport und erleichtert den Einstieg in den organisierten Vereinsfußball. Daniela Schad, Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck, geht vor Ort auf Tuchfühlung mit Kickern und Akteuren. Denn Willkommen im Fußball inzwischen an 21 Standorten ist ein Projekt, das auch uns vieles vormacht. Wie können wir, wenn wir zusammenarbeiten, die ganz unterschiedlichen Organisationen und Akteure, wie können wir Dinge weiter bewegen, mit denen wir alleine größere Schwierigkeiten hätten. Und natürlich für die jungen Menschen, die hier trainieren, wir sehen sie gerade im Bild, es ist eine wunderbare Möglichkeit, auch sich selbst in dieser schwierigen Situation neu zu erfahren. Für junge Flüchtlinge ist das Ankommen in einem fremden Land oft mit großen Schwierigkeiten verbunden. Integration über Fußball, kann das gelingen? Also Deutschland ist ein sehr schönes Land und man kann hier alles machen und es gibt hier Freiheit und es ist ein sehr schönes Land und es gibt viele Arbeit hier und viele Studieren man kann hier machen. Und es gibt viele verschiedene Sachen und sind viele Länder hier nach Deutschland gekommen. Zum Beispiel ich komme aus dem Irak und es sind verschiedene Sprachen hier, aber man trotzdem lernt Deutsch und Deutsch ist eine schöne Sprache. Gesellschaftliches Engagement bei der Integration von Flüchtlingen. Für Daniela Schad eine Selbstverständlichkeit.